So, ab zum Hügel, ne? Könnte gut werden. Mit Betonung auf könnte, wenn unser Team auch hochfährt. Go, Hill Guys. Come on. Hill ist rechts. Ganz genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Perfekt, Jungs. Nice. Ah, Enemy, hallo. Worum geht's? Um Scheiß, bitte, die Hügel? M87er mit 277 vorziehen? Ah, du. Nee, weder noch, du. Also, die haben beide. 277 kannst du ein bisschen mehr in die Fresse spielen, weil der Turm vorne ist. Du hast bessere Turmpanzerung. Digga, wer hat mir jetzt in den Schuss gefahren? Chill, Mylan, chill. It's just game, okay? Der trifft dann dafür, jawohl. Je kleiner der Pixel, desto höher die Trefferwahrscheinlichkeit. Gehabt. Ich dachte, der hätte gerade geschossen. Oh ja, ja, macht Piano, Jungs. Kommt, Piano. Direkt neben der Kanone kann man den Face durchschießen. Ich nutze den als Schild. Kann ich abbrennen, bitte? Danke. Da drüben wird jetzt einfach nur geschlachtet. Ja, muss weg, ne? Ich fand lustig gerade, wie selbstverständlich der CS59 als One-Shot da vor 5 Kanonen einfach über den Hügel hochfährt, ne? Fand ich gerade ganz wild. Als hätte er nie was anderes gemacht, als würde er jeden Tag mit One-Shots vor 5 Kanonen queren. So selbstverständlich hat er das gerade gemacht. Oder es. Als ob alle Gegner disconnected wären und er das wüsste. Okay, gute Ernterunde. So ist es, wenn man den Hügel hat auf der Map. Als nächsten. Da geht's. Immer vorwärts. Ach, der steht hier vor mir. Gefährlicheres Ziel. Deswegen nehme ich erst ihn. Weil er nochmal schießt. Dead. Oh no, 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 no. Sehr gut. So, und jetzt kann ich eigentlich vom Hügel mehr beschießen, als da runter zu fahren. Das bringt's jetzt nicht. Zur Not stürze ich mich halt einfach von hier den Hügel runter. Der Waffenträger, bitte. In dem Felsen drin, oder was? Leute, die Runde hat Potenzial. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich keine dumme Scheiße mache. Vielleicht sollte ich tatsächlich versuchen, runter zu pushen, oder? Was meint ihr? Das hat sich gelohnt, das ist in Ordnung. Ging auch erst nach dem Schuss auf, ne? Jetzt kommen die da drüben halt runter, ne? Ich versuch mit unseren Jungs hier unten was zu reißen. Ja, wo sind zwei One-Hits, ne? Ja, vielleicht fahre ich einfach den. Ah, nee, 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 E75 flankiert ja. Hab ich nicht gesehen. Emil ist da. Emil, guck mal hier links. Komm mit hoch.
Sekunden, aber that's the game, Leute, ich sag's euch. Alright, wo steht der Waffenträger jetzt? Hat die kleine Knifte, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, die E100 hat noch 900. 87er ist noch fast voll. Ah, am Stadtrand. Gut. Ja, der stand aber nicht die ganze Zeit dort, oder? Der Marker war ein bisschen irreführend. Let's go, come on. Karre, zieh jetzt. Du musst zeigen, was du drauf hast. Komm. Ich habe nicht umsonst den Turbo eingebaut. Drück drauf jetzt. Komm. Sich leider schon ernten. Okay, wo möchtest du hin? What? Ha? Ha? Oh no. Bisschen zu früh weggedreht. Deswegen konnte ich ihn machen. Emil, du bist Kumpel, ne? Ich verkauf dich jetzt. Ich bin Arschloch, aber... Ich denke, wir sollten mal hier die Arti rausholen, ne? Wait, die ist tot? Bin ich dumm? Lol. Ich wollte jetzt die Arti holen. Und der Schaden hockt natürlich die ganze Zeit dort, ohne was zu machen. Ja, er weiß halt noch, dass ich hier bin, ne? Die Arti war die ganze Zeit schon tot? Wer hat die gekillt? Wo? Wie? Gut, dass der Dude, der mit Abstand die meisten AP hat, auf dem Hügel steht. Hi, hello. Nee. Ey. Das war doch ein ganz klarer Ghost Chill, nicht? So sah es für mich aus zumindest. Oh mein Gott, der Waffenträger holt ihn da raus. Scheiße, wir haben uns hier ein bisschen zu weit nach vorne getraut, würde ich sagen, ne? Der Face kann nicht helfen, der ist einfach komplett lost da oben. Okay, das gefällt mir tatsächlich sehr gut, der Kollege. Er wird jetzt rechts pieken. Da rotiere ich hier rüber, nehme wieder die perfekte Hold-Down-Position ein. Ja, mehr oder weniger unterschlagbar so hier. Ich fahre ein Stückchen weiter hoch, damit ich ihn halt links ausbotte, ne? Den machst du nicht. I have the high ground. Das war doch mal eine schöne Runde, oder?
Das war doch mal eine schöne Runde. Sehr geil. Ja, aber zeigt halt, ne, dass Tundra, wenn du den Hügel hast, einfach Easy Mode ist, ne? Einfach komplett Easy Mode ist. Damn. Wait a minute, habe ich außer der Arti 14 Fahrzeuge beschädigt? Ne, okay, 12. Ah, ne, Treffer halten ist das. Warte mal, warte mal. Doch, Gegner beschädigt auch 12, okay. Standardposition bringen ist wohl, absolut, ja. Ich meine, du fährst auf der Karte auf den Hügel drauf, farmst dann die Leute, die versuchen, auf den Hügel drauf zu fahren, hast da schon 5-6k Damage und der Rest, ja, der erledigt sich, beziehungsweise passiert ganz von alleine. Ne? Guckt euch mal diesen Lemming Train von Objekten in die Stadt an. Das ist so bad. Gut, ich stelle mich ja einfach in den Sidescrape und warte ab. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann auf der Karte. Zumindest, was die Eröffnung angeht. Ist Platz? Sehr gut. Alter, unser Team jodelt direkt rein. Seht ihr das? Das war der Easy. Was ist denn das jetzt hier für eine wilde Nummer? Also wenn hier so gepusht wird, dann da bin ich direkt dabei, ne? Versuch dich nicht zu blocken, Eskok, sorry. Also ich versuche es wirklich nicht. Peak, Bro, good peak, war nur Hälfte deiner HP gerade. Ah. Cool Peak, reicht. Also sobald euch das Ding auch noch ein bisschen der Seite zeigt, direkt immer auf die Seite ballern. Scheiß auf den Typen, der ist ran. Ab rein hier. Der EN100 sieht juicy aus. Das ist jetzt 2000 Tracking Damage auf den EN100 und auf den Conqueror. Na kommt Jungs, Abfahrt. Guter. Mann. Danke dir. Wir werden gleich gecapped. Mate. Ich bin wieder fokussiert. Ich treffe wieder Shots. Bin wieder klar im Kopf. Oh mein Gott, ist das unfair. Was will er machen? Fehlt noch ein Jagd-E, ne? Ein komplett voller P-Jagd-E war noch nicht einmal gespottet in der Runde. Das ist hart wild. Die stehen komplett erntbar. Das war der Jagd-E-Einschlag gerade, aber ich weiß nicht, wo er steht. Ich gehe ihn auf jeden Fall suchen. Nein, 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 nein.
Die machen das gut, ne? Die fahren da jetzt beide rein. Der mit Wisemart. Ja gut, der eine stirbt direkt, der andere auch. Ich denke, der Jagdler wird sich hier unten in der Mitte aufhalten. Scheiße, wäre ich oben geblieben? Nein! Ein Lacko. Ich komme nicht ran, aber... To approach a Jagd. Ey, oh Leute, ihr kriegt das hin mit dem D-Cup? 18 Sekunden nur noch. Nee, oder? Mach deinen Schuss, Jagdpanzer. Bitte Ammo-Racke mich nicht. Nice, alright. Super Runde. 7,5k, 10.000 kombinierter Schaden, ne? Ist okay, wir wurden jetzt gecapped, dann ist es halt so. Aber ich konnte gut Damage machen, ist okay. Props an unseren 780er, der hier durchgezogen ist, der es versucht hat. Aber ja, ist halt schwer zu cappen, wenn man am Anfang die Häuser nicht zerstört, aber mache ich halt auch nicht, wer macht das? Erstmal eine halbe Minute damit verschwenden. Einen Haufen Muni verschwenden, das bringt's nicht, ne? Ja Leute, that's more like it. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich nicht oben lang gefahren bin gegen den Jagd. Da hätte ich sicherlich noch einen extra Schuss. Wenn ich sogar noch mehr rausholen können. Der Typ war voll HP. Lul. Wow. Macht am wenigsten, aber gewinnt das Game für sein Team. Ich weiß nicht, ob ich auf die Lights schießen möchte oder nicht. Pen kann ich sein, Turm. Ich muss ihn bloß gut treffen. Da, durch die Cheeks. Genauso. Die Lasergun! Ah, das wird hier gleich eklig, ne? Der Even und so, die werden sich da, glaube ich, durchschlängeln. Ich sollte doch hier halt daran genug spielen können, sage ich mal. Ja, da der Panzer so flach ist, beziehungsweise nur so eine flache Wanne hat, könnte ich ja einfach so dastehen, ne? Und nicht, dass die einen Big Spot von mir sehen. Das war nett, danke dir, Caliban. Hat Mitleid mit mir. Lässt mich Damage machen. Oh ja, jetzt sind sie beide draufgegangen. Zu spät. Ja, Vanessa, ich muss die Runde zu Ende spielen. Tut mir leid, Kind muss warten. Ich hab schon mal einen Schutz da drüben, Mann. Digga, wie hab ich das nicht realisiert mit dem Caliban? Gottes Willen. Ja. Guck dir doch die Seite raus, okay. Kannst nicht Pause drücken. Ich verschwende hier so viele Munition, so viele Credits, so viel Munition, ne? Ach Mann. Das ist aber halt auch einfach ein ekliges Engagement hier. Danke dir, Caliban. Ja, der Caliban hat ein bisschen Turmpanzerung, ne? Aber halt nicht gegen einen 10er Heavy mit Premium. Wo ist der Pause-Button, Leute? War das P? Ja, unser Even fährt jetzt hier rein. Nein. Ah, Mailand, die müssen sitzen! Ich glaube, ich habe zwischen Turm und Wanne durchgeschossen, also sah mir das jetzt aus. Ach man. Oh mein Gott, ey, Vorsicht! Eieiei, ei, ei. Das war nicht gut erfahren. Fast sagen, ich komme hier an diesem Badger ran. Ne? Das probiere ich doch mal. Jawohl. Badger brennt sehr gern. Ah, angezündet. Oh,
Naja gut, er schießt irgendwie von unten drauf, ne? Da hat er vielleicht irgendeinen speziellen Winkel, den er da gleich pinnt. Was geschieht mit meinem Tank? Warum steht er auf einmal seitlich da? Ich versuche zu helfen da drüben. Gegen die Focht und Co. Ich glaube nicht, dass der rankommt, dann nicht der Typ. So, die Barrels, durch die kann man nicht durchschießen. Die Erfahrung musste ich letztens schmerzhaft machen. Sieht der T30 meine Wanne, wenn ich pieke? Ja, die sieht er definitiv. Achso, Hitboxen, gut. Nice. Mach bitte Piano T30, okay? Ja, danke dir. Steht der Focht da? Und MT um die Ecke? Oh, hat er den jetzt gemacht? Entspannter 844er Roll auch noch dazu. Ich weiß nicht, wo er den gemacht hat. Schulterplatte, ist das sein Pen? Ich hab da gerade meine Seite gezeigt im 60er, meine Warnseite. Twitter steht einfach da drüben. Den interessiert gar nichts. Achso, schießt auf mich. Endpin. Hoppa! Hopp, hopp! Ah, jetzt hat's aufgehört, gut. Ich hab nur noch 10 Schüsse, Mann. Ich kann hier nicht meine Munition verschwenden gegen den. Der V ist ja äußerst ungünstig gestorben, ne? Hab ich nicht ingeaimt. Kette getroffen. Wollte die Unterwanne machen. Schade. Porpoising, genau. Er guckt immer noch in meine Richtung. Was ist denn los mit ihm? In seiner Torte da hinten. Er weiß, was er tut mit seinem 60 DP. Gefällt mir. Guter Fight. I see you. Man kann ihm so tatsächlich seine Kanone beschädigen, ne? Wenn ich da jetzt draufschießen würde, wäre die beschädigt. Klingt komisch, so ist es aber. Na komm, trau dich bitte nochmal mit deinem 60er, trau dich. Einfach Mut zum Peak, ne? Mut zum Peak. Immer Mut zum Peak. Halt mal rum, dein Nischel dort, komm. Psst. Traut sich nicht, Mann. Hast doch noch AP, probier's doch. Probier's doch bitte. Wenigstens. Der flog leider viel zu hoch. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Rheinmetall da drüben in dem Gebüsch sitzt. Aha, jetzt. Jetzt rückt er auf. Okay, okay, er hat richtig Bock. Will er mich jetzt wegjodeln oder was genau ist sein Plan? Ja, ich könnte natürlich jetzt versuchen, von hinten ranzufahren, ne? Es wäre definitiv sehr greedy. Ja, dafür muss ich aber genau wissen, was er tut, ne? Sonst traue ich mir das nicht. Dafür muss er irgendwie kontrolliert werden. Und er muss ein bisschen fokussiert sein, praktisch auf jemand anderen, damit ich mir das erlauben kann. Du spottest ihn rechtzeitig, ne? So ist noch besser hier. Steht wieder irgendeine Scheiße auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann oder nicht. Aber Leute, auch wenn die Runde nicht ganz so läuft, wie ich mir das vorgestellt hatte, es ist ein schönes Game, ne? Wird gut gekämpft, Props an den 60er. Auch an den Kran, der lebt auch noch.
Wow. Ah, da an der Ecke würde ich vorschlagen, ne? Der ist 3. Da drüben dann nicht. Nee. Hä? Wie ist denn das möglich? Der Kranwagen? Nee, der kann mich nicht sehen. Da sind Häuser weg. Hm. Ich muss vorsichtig sein. Der Kollege hier hat sich komplett weggezogen mit seinem Progetto. Oha. Wer sollte mich denn sehen? Und von wo? Das verstehe ich gerade gar nicht. Ja, ich fahre jetzt hinten ran an den 60er, ne? Sei es drum. Doch, er war das. Digga, das ist doch ein Joke, Mann. Mit der Stockgun mit Standardmuni aus der Rückwärtsfahrt. Okay. Sagst du mir, wie man so gut sein kann? Ich wäre es auch gerne. Er schiebt dann einen Badger vor sich her, der 60er. Mann. Der Light fährt leider weg. Wir könnten jetzt über die andere Flanke eventuell was probieren, ne? So, der T30 sieht den 60er, sobald sich der weiter bewegt, oder nicht? Weiß ich gerade nicht. Ach ey, wie eklig die Runde. Schade. Er ist schon wieder da drüben, der Experte. Okay, der Pixel-Hit war ausgleichende Gerechtigkeit, ne? So. Oh mein Gott, das Timing. Ich wollte den 60 TP überraschen. Ich war einfach besser. Gar keine Frage. Also mit Glück hat das gar nichts zu tun. Ich war, also, ja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich bin einfach der viel bessere Spieler gewesen in der Situation. Nee, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich war einfach besser. Noob, der 60er, du warst ein Loser. Tortoise? Wo bist du? Tortoise. Kurz mal angemacht, das Ding, genau. Oh nein, nein. Bitte bleib entdeckt. What the fuck? Du dich noch ein Stückchen weiter oder zurück? Super. Ich denke, ich werde die Tortoise spotten, sobald er sich weiter bewegt. Also hier weit lang fährt. Ich glaube nicht, dass mich eine Tortoise outspotten kann. Wenn ich stehe, ne? Schade, er hat den Rheinmetall nicht gemacht. Guten Abend, Herr Zuschauer. Even macht auch einen super Job, ne? Wirklich, Props an ihn. Er macht das richtig gut. Okay, die Tortoise hat sich tatsächlich vorbeigeschlängelt, ohne dass ich ihn aufgemacht habe. Frag mich wie. Ich meine, ich habe 460 Meter ungefähr an Sichtweite. Tortoise hat in der Fahrt vielleicht 2% Tarnwert, 3%. Ah, er lässt sich ernten vom Stritzen. Sehr schade. Schade. Wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Ein paar Schüsse echt gefailt, ein bisschen Glück gehabt, aber ist okay. Unterhaltsame Runde. Vielen, vielen Dank. 7,5. Hätten 9 sein können. Magst du mir auch moin? Nee, es ist, das Fahrzeug wird nicht genervt, einfach weil es einen... Wie nennt WG diese Art von Fahrzeug? Es ist ja kein Reward-Fahrzeug, es ist kein... Premium-Fahrzeug, wie heißt das? Special Tank? Special Vehicle? In die Mitte reinjieten die Gegner da. Ja, Genauigkeit ist schon nicht geil, ne? Bleib kurz hier. Bei da gutes Schussfeld. Kanone? Ja, jetzt mache ich ihn aber, komm. Ich kann mir jetzt nicht erzählen, dass dieser Schuss nicht getroffen hat, liebes Spiel.
Ich würde dann hier drüben reinfahren. Hey, ganz ruhig, du. Doch, hat getroffen, da ist er, der ist der Weg. Was wird denn das jetzt hier, Objekt? Ja. Viel Spaß, du. Diese Oberwanne ist nicht penetrierbar für dich. Gut, fahren wir ihm entgegen. Das Team ist schon sehr offensiv. Also das gegnerische Team meine ich damit. Nice, war der mich gemacht? Okay, Unterwanne. Ich dachte, sie wäre gut genug gewinkelt. Aber okay, ich verstehe warum. Wahrscheinlich, weil er ein Stück unter mir steht, ne? Also unterhalb von mir steht. Ja, einfach auf den Turm drauf. Könnte pennbar sein. Wir verschwenden hier gerade ein bisschen unsere Zeit, ne? Steht bestimmt ein Stritz hinten oder sowas uncovered. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Ja, das ist der Stritz, der hier gerade geballert hat. Ja, wir müssen ein Base da vorbereiten. X22, du Heu! Oh, eher ein 100 Bit. Nein, der ist Permatrack vom Stritz und lässt sich an. Ne, gut, er hat noch gekackt. Der Hundo ist ein bisschen special. Ja, die Basis werden wir nicht halten können. Denke ich mal. Hier, Udis Stritz, weil ein Stritz von 60 Grad Udis da hinten. Unser Team bekommt es zu 5 zu 6 nicht hin, da 3 Tanks zu pushen. Das heißt, ich muss drauf pokern, dass die Gegner nicht cappen und versuche jetzt hier die EN-100 zu farmen und dann hier noch ein bisschen was reinzuhalten. Anders haben wir hier keine Chance, glaube ich. Beziehungsweise, ich bleibe gleich hier stehen. 140er ist ja schon da. Ah, der trifft dann nicht. Oho, der 140er, du! Minus. Ja, war gut meine Idee, ne? Da nicht wieder in die Basis zurück zu pushen. Das hätte nicht funktioniert. Auf jeden Fall die richtige Idee. Oh, sehr wichtiger Hit. Der ist jetzt nämlich One-Hit für den CS. Oder sitzen die beide im Wasser? Ich glaube, die sitzen beide im Wasser. Leo, sorry, ich muss mal in Deckung. Okay, ich war nicht offen. Gut. Oh, das ist nicht gut. Jetzt geht aber rein, die Runde, ne? Sehr gut. Unsere Jungs halten das da drüben. Nicht schlecht. Also noch zumindest. Ich denke fast, ich muss hier jetzt umdrehen, in die Richtung schauen. Dann machen wir das mal. Was hat denn der da drüben noch? Ja, nicht mehr ganz so viel. Jawohl. Dann versuche ich mal hier mit anzugreifen. Minus wäre ein gutes Emote, das ist durchaus wahr, ja. Ah. Oh, ich stritze euch nicht. Kommt jetzt hier dran. Können wir ja gerne traden, interessiert mich. Nicht im geringsten, du. Stritzwagen im Nahkampf kommt kurz ran. Fast tot. Er macht ihn. Oh ne, er prallt ab. Ich mach ihn, sehr schön. Gut, Jungs, ihr haltet das. Naja, wohl. Gegner TVP ist verunfallt, das ist doch korrekt von ihm. Danke dir. Den hier den rein. Okay, ich habe die HP, um hier zu traden. Jetzt helfe ich mal dem Dude hinter uns. Sind eh zwei One-Shots hier drin. Ja, zwei One-Shots gegen zwei One-Shots. Ich denke, das kriegen die schon hin. Ich push mich mal hier unten ran. Fahr da nicht weg, bitte, mein Bester. Warum fährst du jetzt weg, sag mal? Oh no. 268, da steht ganz außen. Oh Gott. Gut, wusste ich nicht. Konnte ich nicht wissen. Schön. 268er sollte vielleicht jeden Moment aufgehen. Er wird gleich schießen. Da ist er, genau. Komplett verfehlt den Dude.
nicht gemacht. Steht auch genau dort, nicht? Hat sich nicht bewegt, ne? Ich wette, ich habe den wieder getroffen. Und bin abgeprallt oder so. Geh mal du da hinten mit deinem Objekt, Mann. Ja, ich push mal drauf, ne? Obwohl. Vielleicht smarter Richtung Arti zu fahren. Kannst du keinem erzählen, du. Ich weiß gar nicht, wie er mich hier sieht, ne? Guck mal, wie viele Bäume und Gebüsche hier sind. Er will mir jetzt erzählen, er hat mich hier irgendwo durch eine Lücke gesehen, ja? Das will er mir erzählen. Also ich sehe hier keine Lücke zwischen irgendwelchen Bäumen. Das sieht mir alles viel zu dicht aus. Na gut. Und jetzt ersäuft er sich. Perfekt. Klasse. Ja, CVS wahrscheinlich, aber TDs können kein CVS verbauen. Ja, gute Runde. Sehr gute Runde. Was geschieht hier? Dominier ihn, genau. 12.948. Oh boy. Ja, genau. Weg mit ihm. Richtig, so machst du das. Und gluck, 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 gluck. Kommt es, dass so viele Streamer so niedrige Nummern auf dem 87 haben? Ja, weil sie alle drauf gegeiert haben, so schnell wie möglich sich einzuloggen. Da gibt es auch keine Platzhalter. Ich denke, so gut wie jeder Streamer oder jeder, den es interessiert hat, der saß Punkt 7 vom Rechner, hatte alle Ressourcen schon vorbereitet und hat dann einfach nur schnell geknickt. Genauso habe ich es auch gemacht. Krass, dass sich die Arti noch nicht ersoffen hat. Ja, der TD hat sich ersoffen, der Med hat sich ersoffen, aber die Arti lebt noch. Wild, ja? Ja, kippt doch einfach einer. Wait a minute, ist das auch ein Skin hier? 1 und 10. Ist das standardmäßig an dem Tank oder ist das irgendwie noch was anderes, was ich noch nicht kenne? Ohne Skin sieht er ja auch wild aus. Sieht aus wie so ein Karo so ein bisschen von der Wanne her, ne? Ist Standard, ah. Okay. E7 hat er jetzt die Ecke gecheckt oder nicht? Am Heck ist Release Date von WOT drauf. 12.8.10. Okay. Wo versteht die umgekehrte 3? Ist das ein Z? Ziel? Nee. Tollischwor. Ach, ein W ist das. Nee, das B ist das W. Tollischwor. Ja, verstehe nicht. Ja, ein G? Nee, dieses Ding da ist ein R. Oder? Nee, ist es ein G? Ah, ich kann die Großbuchstaben nicht wirklich gut lesen. Toplivor. Ah, ja, okay, es ist ein, ja, es ist ein P hier, genau, das ist ein P. Also IP ist das, ZIP, ZIP, ja. Toplivor, ZIP. Hier auch wieder Toplivor. Weiß nicht, was das heißt. Vergleichbar mit Chief oder weit runter? Ah, also Chief hat nochmal bessere Panzerung. Also Chief, dem haust du nicht ganz so einfach durch. Kanontechnisch weiß ich nicht, was besser ist. Boah, Leute, was wird denn das jetzt für ein Rumgekraxe hier? Lol, die Arti steht tatsächlich hinter unserer Base. Das gibt's ja nicht. What the fuck? Toplever bedeutet Treibstoff. Ah ja, perfekt, danke. Ja, also, ich würde ihn nicht ganz gleichsetzen mit dem Chief. Ich denke, dafür ist die Panzerung einfach zu schlecht. Mobilitätstechnisch ist er auch ein bisschen langsamer als ein Chief. Aber ich denke, der Panzer kann vielleicht bei der Kanone einen Punkt mehr einsammeln als ein Chief. Ne? 7361, sehr schön. Ja, ihn konnte ich leider nicht mehr machen, aber dennoch ein bisschen Damage ernten können. Wunderhübsch. Okay.